Yele Scotch macht sich über Jimmy Blue Ochsenknecht lustig. Der Grund? Seine Liebestattoos. Der Moderator lässt sich wohl nur allzu gerne Tattoos für seine Partnerin stechen. Als er damals mit Yele zusammen ist, verewigen sie beide den Namen des jeweils anderen in Morsezeichen auf ihrer Haut. Doch im Gegensatz zu Tätowierungen hält ihre Liebe nicht ewig. Im September 2021 ist Schluss. Mittlerweile ist Natascha Ochsenknechts Sohn auch wieder neu verliebt, und zwar in die Profirennfahrerin Laura Marie Geißler. Für sie übersticht er sogar die Körperkunst, die eigentlich für Yeles gedacht ist. Der Morsecode ist nun ein durchgezogener Strich. Doch das ist noch nicht alles. Darüber widmet Jimmy seiner Laura einen englischen Schriftzug. Im Notfall bei Laura abgeben. Yeles Fans wollen selbstverständlich sofort wissen, was sie von dem Cover-Up hält. Und sie hat eine klare Meinung. Also ich würde keines sein wollen. Sie repostet dann ein bearbeitetes Bild eines Followers, welches Jimmys Arm nach einem Jahr darstellen soll. Drei durchgestrichene Liebestattoos prangen seinen Arm auf dem Pick und darüber die Worte »Ich liebe nur Mama«. Damit kritisiert sie wohl zugleich das enge Verhältnis zu seiner Mutter Natascha. Schon in der Vergangenheit meint sie, dass Jimmy ein Muttersöhnchen ist. Im TV führt sie sogar weiter aus: »Also ich finde, ein Mann sollte auch ein Mann sein und nicht irgendwie die ganze Zeit den Schatten der Mami im Rücken haben.« Aber zurück zu den Tattoos. Auch in ihrem Podcast mit ihrer Schwester Phyllis teilt Yeles weiter gegen den Vater ihrer Tochter aus. »Wusstest du, dass das jetzt die dritte Frau auf seiner Haut ist? Seine Ex-Freundin vor mir hatte er auch auf der Hand, ihren Anfangsbuchstaben.« Mit ihr ist Jimmy wohl damals sogar verlobt. Aus dem Buchstaben macht er ein O, als die beiden zusammenkommen. Es ist also nicht sein erstes Cover-Up. Daher kann Yeles das Ganze auch nicht wirklich ernst nehmen. Was sie jedoch ernst nimmt, ist die Beziehung zwischen Jimmy und seiner Tochter Snow. Denn immer wieder betont sie im Netz, dass er seit Monaten nicht für die Kleine da ist. Wann sieht er sie denn zuletzt, fragt ein Follower. Am 10. April, als er für 2 Stunden da war, um seine Möbel abzuholen, beschreibt sie seinen Besuch. Laut der Bachelor-Bekanntheit hat er andere Prioritäten. Da merkt man, dass Snow ihm überhaupt nichts wert ist. Er scheißt komplett auf seine Tochter. Sonst würde er das Leben nicht leben, was er gerade führt. Momentan scheint Jimmy die Zeit mit seiner neuen Freundin Laura zu genießen. Zu ihrem Geburtstag erhält sie von ihm eine Liebeserklärung in Form eines Videos. »Ich liebe dich über alles und werde immer an deiner Seite sein, wenn du mich brauchst.« Ob Jimmys neue Beziehung genauso lang anhaltend wie seine Tattoos ist, Yeles scheint es zu bezweifeln.